Aber eine der wahrscheinlich interessantesten Arrow-Video-VÖs ist der Schuber, der jetzt da gelandet ist. Das ist nämlich der Film Beyond the Valley of the Dolls von Russ Meyer. Das ist mehr oder weniger Russ Meyers Hollywood-Film, der von niemand anderem geschrieben wurde. Und ich muss das jetzt mal ganz nahe in die Kamera halten. Als Roger Ebert. Einer der größten, bekanntesten Filmkritiker weltweit hat einen Russ Meyer Film gescriptet, war auch, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, persönlich befreundet mit Russ Meyer und hat eben deswegen dieses Skript geschrieben, das einerseits auch, glaube ich, ein bisschen in Richtung Film Satire und so weiter geht, eine Hollywood-Satire, die dann halt eben Russ Meyer auf womöglich seine persönliche Art und Weise umgesetzt hat. Gesehen habe ich den Film nicht, ich hatte ihn aber eben spätestens, seit ich durch die ganzen Nachrufe von Roger Ebert, als er damals leider verstorben ist, von dem Film gehört habe, war ich so perplex, dass eben der Typ, der bei seiner Kritik von Caligula original reinschreibt, this movie, said the lady in front of me at the drinking fountain, is a piece of shit. Und so war seine Filmkritik von Caligula, finde ich absolut super. Derjenige, der quasi seine schlechtesten Filmkritiken, also zu den schlechtesten Filmen, in Buchform veröffentlicht hat unter dem Titel Your Movie Sucks, schreibt einfach einen Russ Meyer Film, finde ich absolut großartig. Wobei der dann natürlich als Mediensatire etwas komplett anderes ist, was ich auch, wenn wir da jetzt durchschauen durchs Booklet, das ebenfalls wieder sehr, sehr umfangreich ausgefallen ist, eine coole Sache und sogar umfangreicher ein kleines bisschen als das Booklet zu Nikatsu Diamond Guys, kann man sicher auch eine Menge lernen, ist, dass in diesem Set nicht nur Beyond the Valley of the Dolls drinnen ist, sondern auch The Seven Minutes, was der zweite Hollywood-Film von Russ Meyer ist. Also alle die großen Filme von Russ Meyer, wobei gut, groß in Filmen von Russ Meyer, glaube ich, immer ein bisschen andere Bedeutung gehabt hat, sind da in diesem Set drinnen, wobei der Unterschied ist, dass nur der Film Beyond the Valley of the Dolls auf Blu-ray vorliegt und The Seven Minutes nur als DVD. Das andere Nette an der Sache ist, dieses Set, dieser Schuber, ist limitiert auf nur 3000 Stück. Nette Geschichte. Eigentlich könnte man diese VÖ loben, aber aktuell bin ich heute wirklich im absoluten Arrow-Video-Bash-Modus, weil für mich persönlich geht, überraschenderweise, auch dieser Schuber gar nicht. Weil, aus zwei Gründen. Erstens, auch hier auf dem Spine vom Schuber die BBFC-Freigabe steht, was fehlt, was einfach nicht zu den anderen Schubern von Arrow Video passt. Und was auch noch dazu kommt, und das ist jetzt etwas, was mich ehrlich gesagt wirklich ziemlich ärgert, ihr wisst ja, ich war immer ein großer Fan von diesen mehr oder weniger Arrow-Video-Fensterschubern. Also wo da quasi ein ausgeschnittenes Fenster war mit einem Plastik dahinter und man sich das Cover aus vier Möglichkeiten selber aussuchen konnte. Diese Schuber waren allesamt so gemacht. Dann hat Arrow wahrscheinlich einfach aus Kostengründen mit dieser Art der VÖ aufgehört und bringt die Titel einfach nur mehr so. Ohne Schuber, ohne gar nichts und nur mehr mit zwei Motiven. Naja, war ich schon kein großer Fan davon. Dann sind sie jetzt hergegangen und haben vereinzelte Titel auch als Schuber-Version wieder angeboten. Aber die Schuber waren nicht so wie bei den ersten Schubern, sondern O-Card-Schuber. Also quasi, was ich bezeichne als Vertikalschuber. Und jetzt gibt's quasi in meiner Arrow-Video-Sammlung zwei Arten von Arrow-Schubern. Es gibt die weißen Fensterschuber und es gibt dann die neueren, nicht einheitlich gestalteten O-Card-Schuber. Wo genau stelle ich jetzt den dazu? Der passt nicht zu den Fensterschubern, der passt nicht zu den O-Card-Schubern, der passt generell nirgends hin, weil diese BBFC-Freigabe fehlt. Also jeder, der auch nur ansatzweise Wert auf Einheitlichkeit im Regal legt,
krieg da wieder mal wirklich extrem ans Bein gepinkelt. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und ich erwähne ja schon gar nicht, dass dieses Cover absolut furchtbar ist. Mein, ganz ehrlich, für mich schaut das Bild fast aus wie aus einer Kloschüssel heraus fotografiert. Oder da, dem Ding, und alle schauen so, oh, wow. Na, unfasslich, unfasslich.